So Leute, willkommen zu Pokémon Mond nach der Beta-Version von Ikadrummer, Wishmo und das Saffe. Oh mein Gott, wie lange haben wir darauf gewartet, bis wir diesen Moment endlich mal erleben dürfen? Ja, Hellot und Dragonios sind auch bereits kräftig am Zocken. Das heißt, ich möchte ihn natürlich gleich tun und gleich mal diese Beta spielen. Nochmal vorweg, Pokémon Mondnacht ist ein Hack. Ein Hack der von Feuerrot und Blattgrün, der von Ikadrummer, das Saffe und Wishmo erstellt wurden. Dies ist die Beta-Version, die etwa bis zum ersten Orden gehen wird. Es wird neue Pokémon geben und alles und ja, wir zocken einfach mal, ne? Na gut, das ist wahrscheinlich nur das Tutorial, das Unveränderte, ja, bla 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 bla. Vieles, was uns nicht interessiert. Hallo Spieler, willkommen beim Pokémon Mondnacht, einem Fanprojekt. Was du hier sehen wirst, ist das Resultat vieler Jahre Arbeit. Ich bin gespannt. Eine komplett neue Story, viele neue eigene Pokémon und eine völlig neue Welt erwarten dich. Das Spiel wird dich in die Knie zwingen und das Äußere fordern. Nimmst du die Herausforderung an? Das Äußerste. Ich lese mal wieder sowieso die, was da steht. Dark Zero One, das wird wahrscheinlich dann Wishmo sein, Ikados, Ikadrummer und Saffe wünschen euch viel Spaß bei Pokémon Mondnacht. Über ein Feedback wären wir sehr erfreut. http://pokemonmondnacht.de. Ja, ihr kriegt unten in der Videobeschreibung nochmal die Links zum Pokémon Mondnacht Forum und zu der Internetseite. Und das gerade hat eigentlich schon ziemlich alles erklärt, was ich machen wollte. Hallo da, schön dich zu sehen. Willkommen in der Welt von Pokémon. Ich heiße Tan und bin Professor auf dem Gebiet der Pokémon. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Einige halten Pokémon als Haustiere, andere kämpfen mit ihnen. Ich hingegen habe mich ihren mächtigen Attacken gewidmet. Ohohoho. Ich habe einen Vollbart und eine Glatze. Ich sehe aus wie Brandelfloss. Nun sag doch etwas über dich. Mein rechtes Auge ist zugekniffen, daher kann ich nicht sehen. Aber ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, sagst du es mir. Die anderen nehmen wahrscheinlich Jungs, deswegen nehme ich mal ein Mädchen. Immer gegen den Strom, man kennt das ja, ne? Und wie ist dein Name? Mein Name? Der ist... da habe ich nicht drüber nachgedacht. Moment. Ne, das passt wahrscheinlich nicht hin. Wir nennen uns einfach mal... Moon. Ja, passt schon, ne? Moon, ein schöner Name. Ja, in der Tat. Das hier ist dein Rivale. Ich weiß nicht viel über ihn. Vielleicht seinen Namen? Der Typ, der heißt... Achtung, jetzt wird kreativ. Ne, Moment. Wo ist das S? Sun! Oh yeah! Hallo. Sun? Ja. Dann wissen wir es jetzt. Sein Name ist Sun. Was für ein beschissener Name. Moon. Deine Reise in die Welt der Pokémon beginnt. Mach dich auf ein unvergessliches Abenteuer gefasst und los. Ich bin gespannt. We have no music. Okay, wir sind hier. Tasche. Wir gucken uns das einfach mal an. Die sieht, glaube ich, auch ein bisschen anders aus. Moon. We are this. Oh. Wir haben gar nichts. Wir sind ein Niemand, aber wir haben 3000 Pokédollar. Okay. Es ist vollgestopft mit... Es ist vollgestopft mir Büchern. Bitte korrigieren. Es ist ja auch vollgestopft mir Büchern. Ja, okay. Moon fährt dem Computer hoch. What would you like to do? I would like to change my language. What the fuck? Ja, ich nehme an, das Wort alles noch nicht übersetzt. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Keine Sorge. Ja, einen Trank. Den nehme ich doch gerne. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, dass ich keine Musik habe. Ich nehme einfach mal an, dass das so gehört. Um Spannung aufzubauen, ist das ein NES. Gib her, du! Moon spielt am NES. Viel zu alt! Als Maul. Wer hat denn diesen Text eingefügt von euch? Nix viel zu alt, das Ding ist geil. Moon spielt am NES, oh ja. Okay, wir können nicht schlafen, wir dürfen nicht schlafen. Ein netter Schrank, da passen bestimmt viele Dinge rein. Ich hab's aber im Lesen heute. Ein netter Schrank, da passen bestimmt viele Dinge rein, ja. Eine Karte! Caps Lock! Oh. Kiefhausen. Waldlichtung. Sandia. Okay, scheint... Ja gut, ich nehme einfach mal an, die Gebiete, die jetzt noch nicht eingezeichnet sind, gibt's noch nicht.
Gut, macht Sinn. Okay, alles klar. Schön. Da bin ich ja mal gespannt, wo sich unter. Moment! Huch! Oh mein Gott! Der Held kann sprechen! Was geschah? Geil! Ich habe eine E-Mail bekommen. Wer könnte das sein? Das wollen wir doch mal nachsehen. Die Stimme gerade war ein bisschen. Hallo Moon. Du hast eine neue E-Mail. E-Mail jetzt lesen. Mein Computer zu Hause klingt übrigens auch so. Ja. Hallo Moon, erinnerst du dich an das Paket, welches ich dir auf zur Aufbewahrung anvertraut habe? Ah, das Paket. Das liegt im Müll. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass du es mir sofort vorbeibringst. Bitte beeile dich. Freundliche Grüße, Professor N. Tan. Oh. Jupp. Wo auch immer das ist, da im Schrank. Ein netter Schrank, da passen. Urkunde! Moon wurde mit 10 Jahren in die zweite Klasse versetzt. Geil! Wir sind also schon wieder 10 Jahre alt. Immerhin da sind sie sich treu geblieben. Da ist ein Pokémon im Fernsehen, es hüpft herum! Ein Spoink. Ein netter Schrank, da passen, ja. Es ist vollgestopft mit Büchern. Ja gut, es scheint universell zu sein. Wo möchtest du denn um diese Zeit noch hin? Draußen stürmt und gewittert es. Ich verbiete dir, das Haus zu verlassen, vor allem wenn du vorhast, zu Professor Tan zu gehen. Ich mag diesen Stümper nicht. Wegen Menschen, bitte, wie ihm, hat uns deine Mutter damals verlassen. Übrigens, auf dem Küchentisch liegt noch dein Paket rum. Vergiss nicht, das es wieder mit hochzunehmen. Es wieder hochzunehmen, okay. Wow, okay. Es scheint etwas ernster zu sein, die Story. Ja. Das hatte ich auch nicht vor. Ich wollte. Thanks. Das ist mir etwas zu langsam. So, das möchte ich haben. Am besten sollten wir auch von der Seite rangehen, wo wir ran können. Moon found a trans Paket. Moon put the trans Paket in item package. Yo, ich will was fressen. Ein vollgestopfter Kühlschrank. Er ist voller Leckereien. Eine Vitrine voller Geschirr. Urgh. Es riecht köstlich. Jemand hat wohl etwas gekocht. Dieser jemand ist wohl unser Vater. So, das Paket haben wir. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen Bock auf unseren Dad zu hören und möchte jetzt eigentlich raus. Ja, ich weiß, ich spiele etwas langsam und übervorsichtig, aber ich sehe das gleichzeitig einfach mal als so eine Art indirekter Beta-Test. Ha, ich einfach gehe. Wow. Jetzt aber schnell! Ich muss Professor Thanos sein Paket bringen. Ich frage mich, was da wohl drinnen ist. Wahrscheinlich so ein Wissenschaftskram. Was denn? Es konnte ich nicht lesen. Ist das Saphir-Musik? Ja, oder? Das kommt mir so vor. Ich habe mich wohl getäuscht. Wow, was war das? Wo im Teufel sind wir? Her mit dem Paket, keine faulen Tricks. Was zum? Wer bist du? Und wo bin ich hier? Ich wiederhole mich nicht gerne. Gib auf der Stelle das Paket. Niemals. Ich habe zwar keine Ahnung, was darin ist, aber das Paket gehört Professor Tan. Ich hab dich gewarnt. Schlägerei, Mann! Arr! Fuck. Oh. Lass mich raten, unsere Starter-Pokémon. Moment, stopp. Also, hier hätten wir einmal das Pflanzenstarter-Pokémon Plavis, was wir nicht nehmen werden. Hey. Dann haben wir Fuoco, das Feuerstarter-Pokémon, was wir nicht nehmen werden, denn ich nehme immer das Wasser-Pokémon bei einem ersten Run. Heißt also, die Wahl fällt klar auf Delphi. Möchtest du Delphi, das Wasser-Pokémon? Natürlich. Und Moment. Ah, okay. Du erhältst Delphi. Geil. Verdammt, dann nehme ich die anderen beiden. Was, der kriegt zwei? Deine Pokémon hole ich mir jetzt auch. Du wirst mich nicht aufhalten, Knirps. Moment mal. Halt, stopp. Ich kämpfe hier jetzt aber. Epischer Battlescreen ist episch. Unbekannter Fragezeichen. Would like to battle. Unbekannter Fragezeichen steht vor. Er hat echt zwei. Meins ist doch wohl Level 5 dann, oder? Oh, es ist Level 6, das ist nett. Haben wir irgendwas zum Heilen? Ja, einen Trank. Delphi, oh, das sieht so süß aus. Guckt auf euch an. Und wir haben einen Pfund. Hier, folgt dem Schwanz ins Gesicht. Höchstwahrscheinlich. Das ist auch mal was Neues. Ja, warum nicht? Wenn das unser Rivale ist, Moment, dann heißt er doch bestimmt Zan. Du bist doch bestimmt Zan, du Arsch. Zack. Epische Erfahrungspunkte. Tja, da haben wir rein zufällig. Und Plavis macht das Geräusch von einem Myrapla. Nur mal so nebenbei. Schön. Da haben wir rein zufällig das Pokémon Level 6 genommen. Huch.
Naja, ich nehme einfach mal an, dass das Pokémon, was man selber wählt, immer auf Level 6 ist. Wie das halt so ist am Anfang pro Pokémon. Wir können nicht viel machen, außer ihn mit Pfund zu verprügeln. In der Hoffnung, es würde ihn irgendwie Schaden machen. Was es tut. Oh yeah, Applaus wurde besiegt. 40 Erfahrungspunkte und ein Level Up für Delphi. Yay. Null Speed? Zum Teufel. Player defeated unbekannt. Ich frage mich gerade... Das darf nicht wahr sein. Ich frage mich gerade, ob sie die Statuswerte schon angepasst haben. Geil, ich habe 96 Geld gewonnen. Die Schlacht hast du gewonnen, aber den Krieg gewinne ich. Was war das denn für ein Auftritt? Vielleicht weiß Professor Tan etwas darüber. Ja, das wäre ratsam. Vor allem möchte ich gerne mal wissen, wo ich gerade bin, am Arsch der Welt. Oh, sie haben sogar den Sprite schon. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es könnte ein Spoink sein. Vom Ton her. Oder ein Pfiffchen. Ich weiß es gerade nicht. So, was haben wir denn hier? Quiet Nature. Hm, ja, toll, still. Super. Sturzbach. Ja, das ist klar. Deine Werte, was sagen die denn? Wow. Du bist auf jeden Fall verdammt langsam, mein Kleiner. Scheint defensiv ausgelegt zu sein, das Pokémon. Wenn ich jetzt so auf den ersten Blick mal drauf gucke. Gut, kein Ding. Warum auch nicht? Schön, oh, es ist wie ein Neuanfang. So, ich bin am Arsch. Wenn hier jetzt wilde Pokémon auftauchen, ich habe doch gar nichts dabei, oder? Da wirst du sehen. Will ich auch mal die richtige Tasche. Die richtige Tasche drücken. Medizin. Ja, ein Trank. Oh Gott, keine wilden Pokémon. Lass mich in Ruhe. Wo bin ich hier? Ich bin am Arsch der Welt. Da hinten liegt ein Item. Ich möchte gerne Pokébälle haben. Falls hier irgendwas mich anspringt, damit ich es auch vernichten kann. Da kommen wir nur mit Stärke rein. Würde ich mal stark annehmen. Und was kommt? Ein Taubsi. Level 3. Ist mir jetzt ehrlich gesagt zu gefährlich. Ich verpiss mich. Tschö. Hier irgendwie zu kämpfen. Weil man weiß ja nie. Moon found a trunk. One trunk. Das klingt so schön. Kann ich hier was machen? Ein Fels versperrt den Eingang. Nee. Und kommt wieder ein Taubsi, was mich ankotzen möchte? Ja, natürlich. Gut, immerhin. Ich kann die Chance ergreifen und zu viel. Und das Kampflayout, muss ich mal sagen, sieht saugeil aus. Ich glaube, das war die Arbeit von Ikadrummer, also von Jim. Also von Ikado, wie auch immer. Ihr wisst alle, wen ich meine. Hat er klasse gemacht. Ihr habt alle drei klasse gemacht, ne? Jetzt nicht falsch verstehen. So. Ich habe ja null Ahnung, wo ich hingehe. Oh mein Gott! Was zum Teufel ist das? Auf jeden Fall hat das den Sound von Mewtwo, beziehungsweise von Parasect. Parasect und Mewtwo haben denselben Ruf. Oder fast den gleichen Ruf. Wild, wie heißt das Ding? Riffly. Riffly. Sieht, erinnert mich ein bisschen an Porygon 2. Ich hau trotzdem jetzt einfach mal ab, weil ich hier nicht kämpfen möchte, wenn ich nicht weiß, ob ich das überlebe. Oder kein Pokémon-Fan in der Nähe ist. Danke, wie auch immer das jetzt schon wieder ist. Schon wieder du. Verschwinde! Und tschüss. Ja, ich glaube, das sieht doch nach einem richtigen Weg aus, den man einschlagen könnte. Wunderbar. Route 1. Oh, schön. Nostalg. Die Musik. Die ist so schön, die ist so schön. Jeder kennt unsere Musik. Da steht ein Typ, aber das ist mir gerade mal egal. Ich würde eigentlich... Ach so. Oh, hier ist... Gut, dann können wir ja ruhig da zu dem Typen gehen. Voll weggeslasht worden wir eben am Anfang. Psst, ich versuche gerade, die Nequeen hier zu studieren. Ich weiß, was das für ein Pokémon ist. Aber ich sag's euch nicht. Gut, ab nach Kiefhausen geht's da oben lang. Moment mal. Ich möchte das Geheimnis dort haben. Ah, von oben nur. Okay. I said nothing. Hallöchen. Ich habe das Gefühl, dass sich etwas ganz und gar nicht Gutes langsam aber sicher nähert. Der Briefkasten von Professor Tan interessiert würde mich ja schon, aber ich kann mich nicht einfach benehmen. Gehen wir da jetzt schon rein? Nö, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier in der Stadt um. Hey Moon, hast du etwas von dem Sturm gestern mitbekommen? Ich habe es nur von Mami gehört. Aber wohl felsenfest geschaffen. Ja, habe ich mitbekommen. Ich wurde nämlich irgendwie 8 Kilometer umhergeschleudert. Ich sollte umgehen zu Professor Tan, um ihn von dem Geschehnissen einen Bericht zu erstatten. Okay. I will. Sagst du noch irgendwas Interessantes für mich? Hast du dir irgendwas bestellt? Hoffentlich nichts Teures. Kann ich mich hier irgendwie heilen? So in meinem eigenen Bett oder so? Nein, dafür brauchen wir eine Mama. Eine Mama, die wir nicht haben.
gut, gut, gut. Dann haben wir eben keine Mutter, die uns heilen kann. So, das letzte Haus nochmal gucken. Wer wohnt denn hier? Das ist der Briefkasten von Familie Minton. Das geht mich nichts an. Na, du bist ja freundlich. Aber brichst trotzdem einfach ein. Hey Moon, hast du schon gehört? Papa hat einen neuen Job in Zandia und wir ziehen um. Wird gerade in Umzugsstress. Ja, das ist, freut mich für dich. Das ist deine Mom? Komm her. Hallo Moon, beim Aufräumen habe ich gerade diese Karte gefunden. Mir ist sie hier von keinem wirklichen Nutzen, nimm du sie. Oh, schön. You obtained the Karte, haben wir nicht schon? Ah ne, wir konnten. Ach, vielen Dank, Frau Minton. Ich kann sie sicher gut gebrauchen. Wow, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken darüber. Jo, die ist sehr gut. Das soll es dann nochmal gewesen sein. Dann würde ich sagen, stellen wir uns jetzt vor das Labor Professor Tann. Und dem nächsten Part gehen wir dann rein. Und das soll es jetzt gewesen sein für heute. Da ich habe schon einiges geschafft. Kritik, Anregungen, Feedback von Pokémon Mondnacht geht an das Forum. Unten ist es verlinkt. Und nochmal großen Dank an euch drei. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Mondnacht. Bis dahin, ciao.